erstmal nicht an. Aber mein Lieb, vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu meiner Person. Ich lebe seit circa 5 Jahren in Essen. Zuvor habe ich in Münster 17 Jahre gelebt. Und vor meiner Münsteraner Zeit im Ruhrgebiet, in der Nähe von Essen, großen Ruhrgebiet gemacht, für Studienzwecke nach Münster. Ich bin vom Haus her, bis zum Erstexamen, Jurist. Ich habe 9 Jahre Rechtsberatung gemacht mit Schwerpunkt Außenrecht, also Verfahren. Und nachher hatte ich auch gut durch die Nase voll gehabt von diesem Kassenmausspiel und arbeite jetzt seit 3 oder 4 Jahren als Dozent in einem Integrationskurs und ich bin gleichzeitig diplomierter Übersetzer für Türkisch. Ich bin auch Übersetzer aus. Da ist es auch, wenn man beide Sprachen beherrscht, auch diese zweisprachige, mehrsprachige Literatur zu verfolgen und zu vergleichen. Das ist sehr wichtig. Sicher bin ich neben meinen beruflichen Erfahrungen, weil ich sehr viel mit mir aus seiner Herkunft zu negieren. Und ich bin auch auf jeden Fall komme ich nicht drum herum, nicht zu dem Thema Stellung zu beziehen. Das ist auch wieder die Natur eines Menschen, soziologisch auch. Seit Jahren beschäftige ich mich auch mit Politik, Schwerpunkt Türkei, Kurdistan und früher Frieden auch. Zufällig ist Fikri Arslan mein Bruder. Ich habe ihn ja nicht als Bruder. Nee. Er ist Mitverfasser des Buches. Ich glaube, es ist die 4. Auflage, ich weiß nicht, warum was für sein. Des Buches Graue Welt für Heulen und Lieder. Das Buch hat er zu seiner Zeit mit Kemal Dosay verfasst. Ich habe damals bei der Entstehungsgeschichte des Buches war ich auch dabei, weil ich auch ein Gastbeitrag von Selahattin Çelik war. Der Autor des Riesenwälzers Die Todesmaschinerie türkische Kontergeldjäger. Ich hatte die Ehre für das Buch Die grauen Wölfe heulen wieder, diesen riesen Schriftsatz und Artikel von Selahattin Çelik ins Deutsche zu übersetzen für das Buch. Also dieser Passus in dem Buch Grauen Wölfe heulen wieder von Selahattin Çelik ist auf mein Mist gewachsen. Thema der Veranstaltung, was ihr ja hier liebenswerterweise organisiert habt. Ich fand auch schade, dass spätestens Ende letzten Jahres hätten solche Veranstaltungen so oft bundesweit gemacht werden müssen. Der Grundhintergrund ist, MHP oder allgemein die faschistische Ideologie ist in den letzten Jahren, vor allem europaweit, wieder an der Tagesordnung. Das hat auch unmittelbar mit der Finanzwirtschaftskrise weltweit zu tun. Und wir wissen auch aus der Geschichte, wenn es der Kapitalismus erfordert, wenn es der Kapitalismus will, werden solche Gruppierungen wieder wachgerüttelt und aus der Schublade rausgeholt. Das zeigt die Geschichte bis heute und letztes Jahr waren wir Zeuge nochmal davon. Seit Monaten ist ja die NPD Gesprächsstoff in Deutschland. Die Gespräche, die Diskussionen sind wieder zurückgegangen. Ich weiß nicht warum, als ob sich das Problem gelöst hätte. Hat sich nicht. Aber es tut geredet worden. In einem Schnelldurchlauf. Das gleiche parallel ist passiert mit den Grauen Wölfen oder vielmehr MHP. Graue Wölfe auf Türkisch, Bozkurtlar und MHP, die Mutterpartei der Grauen Wölfe, nationalistische Bewegungspartei, kamen wir auch Ende letzten Jahres wieder, wurden wieder Gesprächsstoff, auch in Europa, vor allem in Deutschland. Der Hintergrund, Ende letzten Jahres wurde eine Demonstration angemeldet in Essen, wo ich herkomme, unter dem Motto Friedensdemo gegen den Terror.
Die Demonstration wurde quasi angemeldet bei der Polizei unter dem Motto Gänsefüße Friedensdemo gegen den Terror. Nicht gegen den PKK-Terror, aber intern wurde es als Demo gegen den sogenannten PKK-Terror, gegen den Kurden-Terror angemeldet. Als wir davon erfuhren, mit wir meine ich, Schein war auch dabei, ein paar Wochen vorher, das ging auch durch die Polizeipresse, Pressemappe im Internet, haben wir es als unsere Aufgabe gesehen, zumindest da, ich bin gleichzeitig auch freier Journalist, auch als freier Journalist daran teilzunehmen. Mich hat es sehr gewundert und verwundert, dass es keine Mobilmachung gegen diese angekündigte Demonstration gegeben hat. Das war eine Aufkunftsdemonstration bundesweit. Das kam nachher raus. Das war die erste Demonstration in Deutschland Ende letzten Jahres, weil dann haben wir erfahren, in den nächsten Wochen, darauffolgenden Wochen, in den anderen deutschen Großstädten, also europäischen Metropolen, gab es ähnliche Demonstrationen unter dem gleichen Motto. Das heißt, es war nicht zufälliger Natur. Und alle Demonstrationen, bis auf alle Demonstrationen unter dem gleichen Motto. Wir haben die Demonstration, nachher die Kundgebung und nachher die Wiederdemonstration, muss ich gleich auch dazu was sagen, mitverfolgt bis zum Schluss. Und nachher auch die Berichterstattung in den Medien, in den deutschen, also auch in den türkischsprachigen Medien. Die Anmelderin ist auch namentlich bekannt gewesen. Brauche ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Auffällig war, dass bevor die Demonstration, es sollte eine Anfangskundgebung stattfinden, vor dem Haupt, also in der Nähe von dem Kundgebung der Antifa Essen. Aber die Antifa, die wurden schon von vornherein quasi eingekesselt und in der Innenstadt, direkt vor der Volkshochschule, mussten die Zeit verbringen. Aber die Polizeihundertschaft war die ganze Zeit bei den Gegendemonstranten oder Gegenkundgebung. Schon am Anfang war für jeden klar, was das für eine Demonstration oder welchen Couleurs diese Demonstration war. Auffallend war, dass ziemlich junge Teilnehmer dazu gegen waren. Jung meine ich von 14 bis 18, 19. Mhm. Aber gleichzeitig, wir haben auch das ganze Filmmaterial, das komplette, das ganze Filmmaterial, wie die sich versammelt haben und welche älteren Herrschaften, Leitwölfe da auch in der Umgebung alles koordiniert haben. Das war offenkundig und augenscheinlich, das waren ja nicht 100.000 Menschen, wo man da nicht durchgehen konnte. Das war, wie die sich da organisiert haben. Nochmal auffällig war, dass die Jugendlichen, nochmal 14 bis 18, 19, Durchschnitt, Mädchen, also auch Jungen, allesamt kommen vom Bahnhofsgelände raus, eingehüllt in Türkei-Flaggen. Das war erstmal nicht so auffällig, weil dieses sich einhüllen in Türkei-Flaggen kennt man auch von Sportveranstaltungen, wenn auch Galatasaray in Deutschland oder in Europa ist, da wird nicht Galatasaray-Fahne, sondern die Türkei-Fahne. Also dieser Nationalität ist auch sehr auffällig. Ne? Ich stelle mal sich um Bayern München oder Schalke Derby in Barcelona und dann für Deutschland fahren gehen. Das wäre würde jedem auffallen, aber wenn da irgendeine türkische Bundesliga-Mannschaft von Türkei League in Europa ist, Türkei fahren. Aber bedrohlich und welchen Couleurs die Demonstration annehmen sollte, müsste, war, als wir dann die drei Halbmonde erblickten. Riesenflaggen,
Reinhard Mode, meine ich. Also, Liebe. Und Idealistenvereine aus nicht Essen, sondern mehr Gelsenkirchen, also die verteilt auf ganz Ruhrpott. Gelsenkirchen, Oberhausen, Mülheim. Und MHP-Flaggen und T-Shirts mit rassistischen Sprüchen. Entschuldigung. Das heißt, das ist eine Veranstaltung der Grauen Wölfe, der Kommandoorganisation der MHP war, kann keinem entgangen sein. Was stand denn auf den Shirts zum Beispiel? Auf Türkisch? Ja, ja, sicher auf Türkisch, Osmanisch. Und islamistische Herzpropaganda. Das heißt, dazu sage ich aber auch nicht. Das heißt, es, ich muss sagen, rein optisch, es war einem nichts. Es kann einem nicht entgangen sein. Ja, den Essenen Menschen kann es auch nicht entgangen sein. Wenn nur Türkei-Flaggen, aber zu 80-90% waren das erstens Flaggen, Fahnen, Symbole der Grauen Wölfe, als auch der Leitpartei MAP und gleichzeitig die Handzeichen der Grauen Wölfe.